Okay, in diesem Part schauen wir uns die Stadt an. Fleetburg müsste sie, glaube ich, heißen. Ja, genau. So, das war total sinnlos, dass ich das Pokémon Center jetzt verlassen habe, denn ich muss mir ja noch die Leute hier anschauen. Die gleichen Pokémon-Arten können unterschiedliche Fähigkeiten haben. Ich denke, ich werde zwei aufziehen, die sich mit ihrem Wesen unterscheiden. Und warum sagst du mir sowas? Naja. Ach ja, übrigens kann es sein, dass während der Aufnahme in diesem Part das Telefon klingelt. Ja, und also nicht verwundert sein, wenn es plötzlich laut werden wird. Ich kann die versteckte Maschine stärker erst einsetzen, wenn ich Adam, den Arenaleiter, besiegt habe. Ich habe die VM aus dem Turm der Ruhenden an der Route 209, daher. Warum erzählt ihr mir diese Informationen, was ihr so tut? Das interessiert keine Sau. Ähnlich wie solche YouTube-Kommentare. Mein Gott, willkommen in Flitburg, der Kanalstadt. In alten Zeiten wurde in diesem Hafen Güter in alle Welt verschifft. Solche Informationen sind interessant, ja? Aber was so ein Typ gemacht hat, interessiert keine Sau. Daraus kann man, ja, nichts daraus herleiten, was so in so einem abgeht. Was meinst du, bin ich? Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Ich bin der Attackenverlierer. Soll ich dafür sorgen, dass eines deiner Pokémon eine Attacke vergisst? Komm wieder, wenn es andere Attacken gibt, die vergessen werden sollen. Ja, Fernseher läuft. So, hier ist der Pokémon-Markt. Ein Pokéball, der es einfacher macht, Pokémon der gleichen Art zu fangen. Das ist der Wiederball. Ich frage mich, was ich alles für einen Ausflug zur Eiseninsel brauche. Sicherlich nicht ein Dialog mit einem Trainer. Das ist nicht für deine Geschichte interessiert. Hier ist ein Fettsack. Gestern war ich beim KFC, habe mir zwei Chicken Wings bestellt, aber ich habe drei bekommen. Okay. Hallo Trainer, dies hier habe ich gefunden. Es befand sich auf der Fracht aus einem anderen Land. Ich habe dafür keine Verwendung, daher schenke ich es dir. Eine TM. TM 48. Du weißt, dass Pokémon ihre individuellen Fähigkeiten haben. Aha. Mit Attacke Wertewechsel kann die Fähigkeit des Anwenders mit der des Gegners getauscht werden. Wie du diese Attacke einsetzt, wird zeigen, wie gut du als Trainer bist. Ja. Fernseher läuft. Irgendwo weit hinter dem Meer gibt es andere Länder, in denen Pokémon mit ihren Trainern leben. Was du nicht sagst. Darauf wäre ich nie gekommen. So wie Christoph Kolumbus, dieser Dialog. Irgendwo ganz weit hinter dem Ozean gibt es eine ferne Welt. Okay, diesen Bereich vom Fleetbook hätten wir erforscht oder erkundet. Jetzt schaue ich nach, was hier oben ist. Mein Anton und ich stehen uns sehr nahe. Es kennt die Attacke Rückkehr. Aha. Warum kann ich nicht rennen jetzt? So, und hier? Zum fliegenden Sinnoh. Der Text ist verwirrt und unlesbar. Die Tür ist fest verschlossen. Sie lässt sich wohl nicht öffnen. Dieses Haus hat eine Bedeutung, wenn man ein legendäres Pokémon fangen möchte. Durch ein Event. Welches werden wir in diesem Let's Play sehen, wenn ich vielleicht noch Lust später darauf habe, nach der Liga das zu machen? Oh Gott, nein! Ups, hey Kevin! Willst du den Arenaleiter dort herausfordern? Nee. Na, dann sollte jemand aber vorher prüfen, ob du dazu bereit bist. Ich habe nein gesagt. Ich wollte eigentlich nur danach schauen, was hier ist. Und dieser jemand ist niemand anderes als ich. Mit meinem niegelnagelneuen Orden. Ja, geh ruhig weiter an. Deine Pokémon sind. Da ist eine Mücke! Ich habe die jetzt erwischt. Mücken? Noch im November? Naja. Ein seltenes Exemplar.
Gut, unser Ponita kann Flammenwurf, eine gute Angriffsattacke und die setze ich auch gleich ein. Ah, wesentlich effektiver als Glut. Ah, fast Level 32. Barmelin, ich kann nicht mit Ponita gegen ein Wasserviech kämpfen, da muss ich wechseln, und zwar Frau Löwe. Okay. Natürlich greife ich es an mit einer Elektroattacke. Was auch sonst. Die Flinkklaue zeigt sich wieder. Sehr gut. Alles klärchen. Voll schwache Pokémon. Wie er damit den Orden erringen konnte, ist mir ein Rätsel. Und Ponita reicht Level 32. In spätestens 10 Leveln haben wir einen Galopper. Och nee! Er hat auch ein Ponita, das habe ich ganz vergessen. Okay. Das tut mir jetzt wieder im Herzen weh, aber ich muss das Ponita wirklich nochmal erledigen. Tut mir leid, Ponita. Surfer. Ich glaube, es hat dasselbe Level wie unser Ponita. Aber unseres ist besser, da es Flammenwurf beherrscht. Scaraborn. Scaraborn kriegt ja in der vierten Generation eine Entwicklung dazu. Ne, kriegt's nicht. Ne, das habe ich gerade mit einem anderen Pokémon verwechselt. Scaraborn kriegt eine Mega-Entwicklung hinzu in der sechsten Generation. Durchbruch. Verdammt, die Attacke ist stark gegen mein Pokémon. Oh Gott! Autsch! Oh, das hat viel abgezogen. Wie kannst du es wagen? Wasserdüse! Und tschüss. Niemand verspottet den Kaiser. Ich habe nachgeschaut, Napoleon war ein Kaiser. Unser Starter hat sich auch voll entwickelt. Chelchereien, ich werde wechseln zu Angry TS. Na, ja, verdammt, hat sich doch noch nicht voll entwickelt. Ja, ein Level würde noch fehlen, damit es sich voll entwickeln würde. Also von daher ist das jetzt die letzte Begegnung mit dem. Mit der Entwicklung von seinem. Pflanzenstarter. Egelsamen. Was soll denn der Mist? Sein Pokémon kann auch Egelsamen. Unglaublich. Dabei ist Egelsamen gar nicht so effektiv, außer bei Defender-Pokémon. Okay, nochmal Flammenwurf und das sollte gegessen sein. Okay. Oh, 1000 Erfahrungspunkte, nicht schlecht. Was, du willst mir was machen, dass ich verloren habe? Na komm, geh jemand anderen nerven. Ja, dann bist du eben ein kleines bisschen besser als ich, wie auch immer. Na und? Aber hör mal. Stell dir vor, da gibt es jemanden, der tatsächlich die Pokémon-Liga herauswerden und Herausforderer und Champ werden will. Ja, richtig geraten. Dieser jemand ist niemand anderer als ich. Was heißt das? Ich soll mir andere Sätze einfallen lassen. Na egal, jedenfalls scheinst du durchaus in der Lage zu sein, den Arena dich herauszufordern. Also beeil dich und tu es endlich, statt mir die ganze Zeit ein Ohr abzukauen. Dasselbe könnte ich über dich sagen.
Jetzt hau ab. Hau bloß ab. Der nervigste Rivale aller Pokémon-Spiele. Gary ist der coolste Rivale, also Blau aus der ersten Generation. Ist immer noch der coolste Rivale aller Zeiten. Die anderen sind einfach nur wack. So, was haben wir hier? Fleetburg, Bibliothek, alles klar. Ah, Silber ist übrigens auch gar nicht so schlecht. Silber und Blau, das sind meine Lieblingsrivalen. Hallo, dies ist die Bibliothek von Fleetburg. Bitte sei leise, damit du die anderen Leser nicht störst. Okay, dann sind wir mal ganz leise. Ich hoffe, das Telefon schillt jetzt nicht. Also ganz, ganz leise sein. Oh Gott, da ist eine Spinne! Da ist eine Spinne! Schnell runter, schnell runter! So, was ist hier? Was ist denn? Bitte stör mich nicht beim Lesen! Entschuldigung. Hier ist nichts. Mann, ein Angry TS würde sich jetzt hier freuen, in dieser Bibliothek zu sein. Na verdammt, renn nicht vor mir weg! Die Bücher in der zweiten Etage sind einfache Lektüre. Heißt es nicht Lektüren? Egal. Die Bücher hier sind so schwer geschrieben, dass ich nichts verstehe. Na verdammt, red mich nicht nochmal voll. Danke. Was ist denn das eigentlich? Was ist denn eigentlich das da ganz rechts? Ist das eine Nintendo irgendwas? Irgend so eine Spielekonsole? Ah, ich kann es nicht ansprechen. Irgend so was Technisches. Glaube ich. Immer wenn ich ein Buch lesen will, hat es sich bereits ein anderer genommen. Oh, was für ein Pech aber auch. Jedes Buch enthält die Erinnerung von jemandem. Erinnerung an die unterschiedlichsten Orte und Zeiten. Bibliotheken sind nicht einfach, nur Orte, an denen Bücher aufbewahrt werden. In ihnen sammeln sich verschiedene Orte und Zeiten. Aha. Gut, keine Items bekommen. Das ist schade, aber immerhin eine TM vollen. Das ist ja auch was. So, hier ist die Arena. Ich gehe in die Bibliothek. Ich liebe Bücher über alles. Wenn ich lese, tragen mich die Bücher zu fremden Orten und Zeiten. Aha, das habe ich glaube ich schon mal gehört. Irgendwoher, ich weiß nicht woher, aber dieser Dialog kommt mir irgendwoher bekannt vor. Die Leute und die Trainer dieser Arena gehen oft zur Eiseninsel. Sie trainieren dort nicht nur ihre Pokémon, sondern treiben auch selbst Sport. Aha. So, ein weiteres Häuschen. Ein verlassenes Häuschen, okay. So, wir schauen uns das Schild von hinten an. Ja, A-Taste, A-Taste, komm schon! Seemann Eldrichs Haus. Aha. Dock von Fleetburg. Ach, das ist ein Dock. Ich dachte, es wäre ein Flughafen. Versteht ihr? Ein Flughafen. Hafen. Flughafen. Hm. Fernseher, der läuft. Ich werde mal ein Seemann wie mein Papa. Er ist ein echter Mann unter Männern. Selbst hohe Wellen machen ihm keine Angst. Aber Arenaleiter sein ist auch cool. Adam ist absolut klasse. Aha. Unser Junge hat viel Energie. Ich wünschte, er wäre ein bisschen ruhiger. Okay, das ist eine Mutter und ein Kind. Und die teilen also ein Bett. Interessant. Und der Mann ist auch noch dabei. Das ist ganz schön voll, das Bett dann. Naja. Gut, was hast du zu sagen? Willst du verreisen? Ach, wir können zur Eiseninsel. Jetzt ist es fraglich. Wollen wir zur Eiseninsel? Natürlich werde ich zur Eiseninsel gehen. Allerdings möchte ich noch zuerst ein Pokémon in die Box legen. Und zwar mein Macholo. Warum werden wir später sehen. Oder soll ich in diesem Part noch die Arena machen? Arenaleiter oder Eiseninsel? Was mache ich jetzt noch? Ich könnte jetzt noch die Arena machen und dann im nächsten Part die Eiseninsel anfangen. Ich glaube, das mache ich.
Also ich mache jetzt die Arena quasi. Erstmal lage ich meinen Roll in die Box. So. Und jetzt mache ich mal einen kurzen Aufnahmestopp. Bis gleich. Okay. Dann schauen wir uns jetzt die Arena an. Die Arena befindet sich hier. Schauen wir uns das Schild an. Ich hoffe, wir haben es uns schon angeschaut. Pokémon Arena Fleetburg, Leiter Adam. Der Mann mit Muskeln aus Stahl. Aha. Hey Luda, zukünftiger Champ. Der Arena-Leiter hier setzt Stahl-Pokémon ein. Diese haben eine starke Verteidigung. Daher musst du sie mit kräftigen Angriffen treffen. Alles klar. Das ist ein gutes Training für meinen Ponyta. Ich hoffe, es tauchen keine Gesteins-Pokémon noch auf. Denn Stahl-Pokémon haben meistens die Kombination auch noch mit Stein-Pokémon oder mit Boden-Pokémon. Und sowohl Boden- als auch Stein-Pokémon sind stark gegen Feuer. Also sollten wir da ja ein bisschen wachsam sein, was für Pokémon auftauchen. Stahl repräsentiert einen zu zügellosen Geist. Akzeptierst du das Scheitern nicht, wird dir der Pfad zum Sieg offengelegt. Aha. Und wenn wir die Arena gemeistert haben, können wir unser letztes Team-Pokémon fangen. Das werden wir dann auch im nächsten Part und dann mache ich die Eiseninsel. Genau wie Maltes. Ein Stahlass. Das allererste Stahl-Pokémon, was bekannt wurde, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Magnetilo ist ja auch ein früheres Stahl-Pokémon gewesen. Aber ich glaube, Stahl-Pokémon ist eines der klassischen Stahl-Pokémon. Stahlus ist eines der klassischen Stahl-Pokémon. Jetzt. Keine Bodenattacke, Folterknecht. Verdammt, jetzt kann ich meinen Flammenwurf nicht nochmal benutzen. Warum kann Stahlus Folterknecht? Was soll der Mist? Ich habe noch nie einen Stahlus gesehen, was Folterknecht beherrscht. Bis jetzt. Okay, ich muss eine andere Attacke nehmen. Ich kann nicht dieselbe Attacke nochmal einsetzen, nachdem Folterknecht benutzt wurde. Und Risikotackle, oh Gott, nein! Egal, Stahlus, Angriff ist glaube ich nicht besonders hoch. Oh, mein Ponyta überlebt, sehr gut. Flammenwurf. Das gibt eine Menge Erfahrungspunkte. Ich hoffe, man hört meine Tastatur nicht. Ich drücke dauernd die Enter-Taste und ich höre sie immer. Und wenn ich sie höre, dann hört ihr sie auch wahrscheinlich. So. Level 33 für meinen Ponyta. Ich habe nie aufgegeben, aber leider auch nie gewonnen. Und trotzdem hast du einen Stahlus Level 33. Gut, ist hier noch ein Trainer? Ja, hier ist ein Trainer. In einer Arena geht es nicht nur darum, zu sehen, wie stark deine Pokémon sind. Es ist so viel mehr. Ein Test deiner ganzen Persönlichkeit. Und wieder ein... oh Gott, der hat noch nichts. Kein Stahl-Pokémon, sondern ein Gestein-Boden-Pokémon. Also gut, ich muss mein Pokémon austauschen. Ich kann nicht mit einem Feuer-Pokémon gegen ein Stahl-Boden-Pokémon kämpfen. Gegen ein Gesteins-Boden-Pokémon kämpfen. So, ich wechsle jetzt und hole meinen Stahl-Pokémon raus, meinen Petersdom. Onyx benutzt Slam, na meinetwegen. Und mein Bronzong benutzt... Ich glaube, das Onyx ist schneller, ich benutze deswegen Bizarro-Raum. Ja genau, Onyx ist schneller. Jedenfalls bis jetzt, jetzt ist unser Bronzong schneller. Okay, Sonnensensor. Fällt auf, dass ich Hypnose kaum einsetze. Ich glaube, die lasse ich trotzdem da für größere Gegner. Diese Attacke war niederschmetternd. Das war nur eine Psycho-Attacke, jetzt komm schon. Ich soll eine Psycho-Attacke niederschmettern können, egal. So,
diese Dinge da, diese, ihr wisst schon was. Diese Plattformen bringen uns jeweils nach oben und nach unten. Ein Ass hat Wissen und Erfahrung, um auf hohem Niveau zu kämpfen. Ich zeige dir, was das für einen Anfänger wie dich bedeutet. Mich als Anfänger beschimpfen, was? So. Nach dem Kampf werde ich dich Anfänger nennen. Oh, Pion Scorer. Oh Gott. Muss das sein? Er beschimpft mich als Anfänger und hat selber noch einen Pion Scorer. Ist das nicht süß? Es ist nicht einmal ein Stahltyp. Was soll der Mist? Flammenwurf. Ich töte gerne kleine Käfer. Okay, was kommt jetzt? Stahlos, aha. Ich glaube, das soll Anfänger verwirren und sie im Gedanken lassen, dass Pion Scorer die Vorentwicklung von Stahlos ist, was es nicht ist. Oh Gott, soll ich kämpfen? Kämpfen auf eigene Gefahr. Wenn eine Attacke kommt, dann war es für meinen Ponyta. Ich kämpfe trotzdem. Komm, Flammenwurf! Ich gehe jetzt auf volles Risiko. Ich werde mich zwar ärgern, wenn mein Ponyta jetzt stirbt, aber was soll's. Ah, OTK, nice. Ponytas erster One-Hit, glaube ich. Ne, abgesehen von Pion Scorer natürlich. Und, fast Level 34, schade. Gut, hier geht's weiter. Ja, okay, hier geht's rüber. Okay. Und wo geht's dort lang? Also das ist einer meiner Lieblingsarenen, weil ich solche hohen Arenen mag. Okay, hier ist nichts. Schade. Oh Gott, hier gibt es zwei Wege. Ich nehme zuerst den oberen hier, weil er dort ein Trainer ist. Pokémon und Menschen arbeiten seit vielen Jahren zusammen. Wir geben dir gerne eine Kostprobe dieser Zusammenarbeit. Okay, Onix. Gut, ich muss mein Pokémon austauschen. Das ist wieder ein Gesteinsbodentyp. Ich hole wieder Peter Sturm in den Kampf, so wie vorhin. Und warum greift jedes Onix mit Slam an? Eine total nutzlose Attacke. Sondersensor. Ist kein Eisenschweif, okay. Sehr ungenaue Attacke Eisenschweif, aber eine gute Stahlattacke. Mann, ich muss auch mit meinem Pulli darum machen, weil irgendwas klemmt hier. Alter. Petersdom. Jawoll. Und unser Angry TS lernt Agilität. Das erhöht die Initiative, allerdings ist unser Ponyta sowieso schon ziemlich schnell. Also von daher lohnt es sich eigentlich nicht, wenn ich ihnen Agilität beibringe. Ein weiteres Onix. Und ein weiterer Kill mit Sondersensor. Und ein weiteres Slam, wie soll es auch anders sein? Langsam wird es zu einer Tradition, dass jedes Onix Slam benutzt. Okay, tschüss, Onix.
Eine spektakuläre Niederlage. Leider bleibt es trotzdem eine Niederlage. Okay, hier geht's nach rechts. Nach rechts gehen ist immer gut. Wir attackieren mit schwer zu konternden Judo-Griffen. Das ist eine Stahlarena und keine Kampfarena. Was machst du hier? Onyx! Bis jetzt sind wir mehr Stein-Pokémon begegnet. Eigentlich sind es nur Onyx als Stahl-Pokémon. Wir sind noch kein Makitilo begegnet. Bis jetzt nur Stalos und Onyx. Und ein Pionscorer. Ah, ich nehme mal Waterloo. Es kommt sowieso wieder ein Slam. Oh nein, ein Steinwurf. Mal was Neues. Okay, Metallklaue. Stahl ist härter als Gestein. Daher ist Stahl sehr effektiv gegen den Gesteinstypen. Leider wurde unser Angriffswert nicht erhöht, aber was soll's. So, wir haben dieses Onyx zerschnitten mit unserer Metallklaue. Und ein Stalos. Hier soll ich wieder Ponita benutzen. Ja, komm, ich glaube, das vorhin war ein guter One-Hit-Kill. Warum sollte es dieses Mal kein One-Hit-Kill werden? Und Flammenwurf. Ha, wieder One-Hit-Kill. Mit einem Volltreffer sogar. Sehr schön, Ponita. Das war eine ziemlich heftige Abreibung. Gut, dann geht's hier nach unten. Dann geht's hier wieder nach oben. Und hier geht's woanders hin, nach oben, schätze ich. Nein, nach unten, okay. Hier ist eine weitere Trainerin. Wenn du dich nur auf einen Typ konzentrierst, erkennst du wirklich die Stärken und Schwächen eines Pokémon. Sie hat nur ein Pokémon, ein Azumarill. Was zum Teufel? Das ist eine Stahlarena und keine Wasserarena. Hau ab! Bestimmt ist es drin, weil es Eisen schweift kann. Ich kann mit meinem Ponita nicht gegen dieses Azumarill kämpfen. Frau Löwe, komm her. Kommen Sie aufs Feld, Frau Löwe. Sie müssen eine Attacke tätigen. Mann, mir juckt's überall. Deswegen muss ich mich dauernd kratzen hier überall. Das nervt. Stimmt, weil eine Mücke rumfliegt, da habe ich ständig so ein Juckgefühl dann immer, wenn ich weiß, dass hier überall irgendwo eine Mücke rumfliegt. Ich weiß nicht warum, das ist halt so ein Reflex von meinem Körper. Mein Blickfeld war zu eingeschränkt. Jetzt suchst sie nach Ausreden, ist klar. Weil sie zu schlecht ist. Und hier nichts verloren hat. Das ist eine Stahlarena. So, hier geht's zum Arenaleiter. Gut, aber wir haben uns die Arena noch nicht vollständig angeschaut. Am Anfang haben wir noch ein bisschen was übersehen. Und das möchte ich mir noch anschauen. So, wir kommen hier jetzt jederzeit wieder zum Arenaleiter hoch, da hier diese Plattform hier unten ist. So, aber wir haben uns diese Plattform hier noch nicht angeschaut, und zwar hier ist eine.
Die Aufzüge fahren hoch und runter. Ich kämpfe gerne. Hallo Ludwig. Gut, ich mache wieder einen Aufnahmestopp. Bis gleich. Okay, dann wechsle ich jetzt aus. Und zwar nehme ich wieder für die Sonics Waterloo. Und dann kommt eine Slam-Attacke. Eisenschweif dieses Mal, okay. Server. Und wir haben jetzt 18 Uhr und 4 Minuten. Jetzt läuft Simpsons auf Pro7. Und Level 35 für Ponita. Ein weiteres Onyx. Gibt es hier nur Onyxe? Das ist eine Stahlarena. Bis jetzt sind wir nur Onyxe begegnet und Stalos. Und noch ein paar Pokémon, die kein Stahltypen sind. Wie zum Beispiel Pionskora oder Azumarill. Azumarill! Azumarill ist ein reines Wasser-Pokémon. Ich check's immer noch nicht, warum es hier in dieser Arena ist. Nur wegen einer Attacke namens Eisenschweif. Mein Gott, dieser Trainer ist sehr einfallsreich. Drei Onyxe. Das sind nicht einmal Stahl-Pokémon. Das einzige Stahl-Pokémon, was wir bis jetzt begegnet sind in dieser Stahl-Arena, ist ein Stalos. Und noch kein anderes. Hier hätte man noch ein Dingens einfügen können. Wie heißt es? Die Entwicklung von Nastnet. Keine Ahnung, wie das Pokémon heißt. Aber die Entwicklung von Nastnet ist ein Stahltyp. Oder ein Magnetilo ging ja auch. Magnetilo ist ein typisches Stahl-Pokémon. Okay, hier ist nichts. Was ist hier? Ah ja, hier ist auch nichts. Okay. Gut, dann schauen wir uns jetzt den Arena-Leiter an. Ich bin gespannt, was der für Pokémon hat. Hoffentlich ein paar mehr Stahl-Pokémon. Und wenn er nur ein Stalos und noch und der Rest nur andere Pokémon-Typen sind, dann ist es die einfallsreichste Arena, die ich jemals gesehen habe. So. Ah, das ist der Orden von Erzelingen. Verstehe, verstehe, du hast meinen Sohn besiegt. Nun, das ist kein Wunder, er muss schließlich noch viel lernen. Und im Gegensatz zu weit bin ich eine wirkliche Herausforderung für dich. Und los geht's. Kampf gegen... Wer ist der Typ? Ich hab's vergessen. Egal. Adam, glaube ich, ne? Adam, genau. Das erste Pokémon, ein Bronze. Bronze hätte man einfügen können als Trainer. Egal. Bronze ist kein großer Gegner für meinen Ponita. Unser Ponita ist natürlich schneller. Und ich glaube, diesen Flammenwurf wird Bronze nicht überleben. Was? Es hat überlebt. Heftig. Oh nein, nicht töten. Lass mein Ponita in Ruhe. Bitte nicht. Lass mein Ponita in Ruhe. Nicht töten. Nicht töten. Nein. Oh. 12 KW. Okay. Hypertrank. 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 Wo ist ein Hypertrank? Hier ist ein Hypertrank. Okay. Lichtkanone, eine Spezialstahlattacke. Ist aber nicht besonders stark gegen mein Feuer-Pokémon. Flammenwurf. Alles klar, das erste Pokémon von ihm ist erledigt. Und ein Stalos, okay. Ich hoffe, das Stalos kann kein Erdbeben. Ich werde überprüfen müssen, ob es Erdbeben beherrscht. Deswegen wechsle ich jetzt dazu
Kampffalke, wenn es Erdbeben beherrscht, würde es jetzt Erdbeben benutzen. Okay, es kann Sandsturm. Keine besonders starke Attacke. Ich hätte mehr erwartet. Ich hätte mein Ponyta eigentlich rauslassen können, hätte ich gewusst, dass es Sandsturm einsetzt. Naja. Okay, dann benutzt Kampffalke jetzt Nahkampf, eine Kampfattacke. Und die Attacke ist sehr effektiv. Kampftypen sind stark gegen Stahltypen. Übrigens habe ich im letzten Part gesagt, dass der Stahltyp nur zwei Schwächen hat. Das war nicht ganz richtig. Ich habe den Kampftyp vergessen. Also von daher hat Stahltyp dieselbe Anzahl an Schwächen wie der Drachentyp jetzt hat. Der Drachentyp hatte die Schwäche Drachen, Eis und Fee. Und der Stahltyp hat die Schwäche Kampf, Boden und Feuer. Gut, ein Pokémon hat er noch übrig. Ein Boltaros. Die Entwicklung vom Fossil-Pokémon Schilderos. Dieses Pokémon hat eine hohe Verteidigung. Das werden wir gleich sehen, wenn ich meinen Nahkampf benutze. Es wird die Attacke überleben, auch wenn die Attacke sehr effektiv ist. Was habe ich gerade gesagt? Du sollst überleben! Jetzt habe ich mich gerade blamiert, okay. Ich habe Boltaros überschätzt. Es hat eine hohe Verteidigung, aber es kommt immer noch nicht gegen einen Nahkampf an. Meine so ach so robusten Pokémon wurden besiegt. Du hast es geschafft, mein hervorragendes Team zu besiegen. In Anerkennung deiner Stärke überreiche ich dir den Minenorden. Und jetzt können wir Stärke außerhalb eines Kampfes einsetzen. Nun besitzt du 6 Orden. Das bedeutet, dass die alle Pokémon bis Level 70 aufs Wort gehorchen. Hier, das gebe ich dir auch noch. TM 91, Lichtkanone ist das. Gut, die Attacke steht im Moveset drin. Ich glaube, sie steht im Moveset von Empoleon drin. Ich schau mal schnell nach, bis gleich. Okay, die Attacke steht im Moveset von Empoleon drinne. Die Attacke bringe ich deswegen jetzt Empoleon auch bei. So, Lichtkanone ist hier. Waterloo. Petersdom könnte ich die Attacke auch beibringen, allerdings finde ich die für Waterloo besser. Denn für Bronzong habe ich ein anderes Moveset. So, was verlerne ich denn? Metallkläue. Das ist ja im Prinzip eigentlich nur ein Upgrade. Alles klar. Gut, dann verlassen wir die Arena. Halt, das ist der falsche Weg. So, hier muss ich lang, genau. Gut, was hast du zu sagen? Oh Kevin, du hast den Arenaleiter besiegt. Sehr gut gemacht. Das ist dein 6. Orden. Soll ich dir was sagen? Du entwickelst dich zu einem klasse Trainer. Wenn du mir jetzt sagen würdest, du willst Pokémon-Champ werden. Nun, ich würde dich bestimmt nicht auslachen. Ich stehe auf deiner Seite. Ach, du Camper! Hey, das ist der Minenorden. Gut gemacht. Bei deiner Stärke solltest du dir überlegen, ob du nicht Pokémon-Champ werden willst. Natürlich bin ich stärker als du, daher hast du kaum eine Chance, es tatsächlich zu werden.
Enkel Kevin, komm in die Bibliothek. Später. Erst hole ich meinen 6 Team-Pokémon. Aber bevor ich das mache, gehe ich in die Arena. Gehe ich ins Pokémon Center. Ach ja, wir haben uns den Ort noch gar nicht angeschaut. Kevin, hier. So, der Orden, der ist hier. Oh, unsere anderen Orden sind verdreckt. Ich poliere den mal schnell sauber, damit wir den in einem makellosen Zustand sehen können. Okay, so sieht der Orden komplett aus. Und jetzt werde ich meine Pokémon heilen und dann fangen wir im nächsten Part unser 6. Team-Pokémon. Es wird sehr schwierig werden für mich, es zu fangen. Denn wir brauchen 2 VM-Pokémons. Aber darum kümmere ich mich im nächsten Part darum. Gut, also mach's gut. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir unser letztes Team-Pokémon fangen. Bis dann, euer Janka. Ciao.